gerade Dampfmaschinen. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Frau. Moin, willkommen bei der Allrounderin. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht's weiter mit der Dampfmaschine. Diesmal ist der erste Teil der Maschine selbst dran. Das wird der Kolben sein, Schwungscheibe, Kolbenstange und so weiter. Und ein bisschen was vom Winkel, den wir hier ja noch haben. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Bis nachher. Nehmen wir das mal als Ertrappel. Da wird ja nachher das Teil oben drauf montiert. So. Dann habe ich. Oh, Entschuldigung. Oh. So. Eben das hier einmal gebohrt. Das werden 6 mm das Loch, dann kommt ein 6 mm Röhrchen da rein, Messing. Und wird verlötet, das habt ihr eben gesehen. Weichlot habe ich jetzt genommen, weil das wird sowieso alles wieder ausgebohrt wahrscheinlich. Und dann soll da bestimmt mal ein Kugellager rein oder so. Aber das wird auf jeden Fall anders oder nochmal ein neuer Winkel gebaut, keine Ahnung. Dann habe ich ja dieses Teil hier, das Schwungrad. Das Loch war ja und hier von hier aus der, von dieser Mitte zur Mitte hier waren 12 mm. Das ist ein 12 mm Umfang. Und da kam ein 4 mm Loch rein für diese Welle hier, für diesen Stahlstift, wollen wir es eher Stahlstift nennen, der kommt ja nachher da rein und dann kommt das Kolbengelenk da rein. Das wird nachher festgeschraubt und dann kann der sich hier bewegen. Da wird später auch mal wohl ein größeres Loch reinkommen. Und ein Kugellager oder irgendwo anders hin. Wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz sicher. Dann wurde dieses Nutenrad einmal aufgebohrt, 4 mm. Das Loch hier. Und das kommt nachher hier rauf auf die Welle. Das machen wir aber erst, nachdem wir hier die Welle hier drauf, da drauf festgemacht haben. Und das muss man mit etwas Gefühl und doch mit ein bisschen Stoff machen. Weil das ist so eng, das ist eine Pressfassung. Und das muss jetzt richtig gepresst werden. So. Das sitzt und ist fest. Dann kann das hier rein. So, das sieht ganz gut aus. Dann wird da eine Scheibe hinkommen. Dann kommt das da rein. So, genau. Jetzt kommt wieder eine Scheibe und dann kommt diese Welle darauf. Das eiert so hübsch.
Na, wollen wir mal gucken. Das war das. Haben wir dieses Teil schon mal. Hier ist die Aufnahme für den Blog. Da habe ich jetzt auch schon das Loch war drinne. Dieses Loch. Da habe ich hier einmal ein Loch reingemacht. 3 mm, also 2,5 mm gebohrt. M3 Gewinde reingedreht. Und ein 2 mm Loch, was durchgeht, das ist das Dampfloch. Jetzt müssen wir den Abstand messen für die Dampfzufuhr. Und dafür brauchen wir aber noch zwei Dinge. Zum einen den Kolben. Das ist der hier. Der hat auch schon innen drin ein Innengewinde. Und dann haben wir hier die Kolbenstange. Und die muss jetzt auf beiden Seiten ein Gewinde bekommen. Einmal, damit wir das hier reindrehen können. Und auf der anderen Seite ist es dann für den Kolben. So, und dafür müssen wir jetzt erstmal Gewinde reindrehen. Und das machen wir mal wieder ganz einfach. Wir spannen uns das Ganze schön fest ein. Und dann nehmen wir uns das M4 Gewinde, den Gewindeschneider M4. Und dann kontrolliere ich das eben nochmal, damit das auch ja stimmt. Die Pleuelstange bekommt an den Enden M4 Gewinde jeweils 4 bis 6 mm. 4 bis 6 mm. Machen wir mal 6. Dann setzt man den an. Schön gerade. Für den Anfang braucht man immer eine ruhige Hand und muss das versuchen einigermaßen gerade drauf zu kriegen. Drehen, um den Span zu brechen. 1, 2 und zurück. 1, 2 und zurück. Und dann sollte das reichen. Gucken. Das langt auf alle Fälle für die Welle. Und wo ist der Kolben? Der sitzt aber tiefer drin. Den müsste man doch eigentlich kontern, oder nicht? Passt nicht. Wir gucken mal, wie weit der reingeht. Ja. Hier ist extra eine Kerbe in dem Schraubstock. In dem kleinen, wo man ein Dreieck sozusagen ist da reingefeilt. Und das Gewinde ist kürzer als diese Backen. Also das Dreieck, eingefräste Dreieck. Und dadurch drücke ich nur auf das Rundmaterial hier und nicht aufs Gewinde. Darauf sollte man achten. Weil sonst macht man sich das Gewinde wieder kaputt. So. Und jetzt das Ganze nochmal bei der anderen Seite. So. Das haben wir ein bisschen länger gemacht. Weil da würde ich gerne nachher eine Kontermutter drauf machen. So. Jetzt werde ich hier eben gucken. Den kurz ein bisschen einspannen und
eine kleine Platte drauf feilen. Das muss nichts Tolles und nichts Schönes sein. Und dann sitzt nämlich nachher das Teil richtig gut da drauf. Die kurze Ecke. Und dann kann die nämlich nicht mehr weg. Jetzt ist es gut. So muss es sein. Gut. Jetzt kommt der Kolben. Und da werde ich gleich mal gucken, ob ich da noch mal eine 4 mm Mutter finde. So, mal gucken, ob es klappt. Ich habe hier jetzt erstmal eine Mutter drauf gedreht, weil ich den gerne kontern möchte, den Kolben. Muss man erst ein bisschen arbeiten. Wir müssen kurz die etwas bearbeiten. So, jetzt kommt die da rein. So, jetzt wird es wieder ein bisschen interessant. Ich habe hier von einer der Nieten eine Spitze abgeschnitten, die lang genug ist, dass sie hier in diesen Zylinder passt. Dieser kleine Stift rein, der guckt minimal drüber weg. Und der wird uns gleich das Ganze anzeichnen, so, mal das mal ein bisschen wegnehmen, damit ihr besser gucken könnt. So, jetzt sitzt hier die Spitze drinne in dem Klotz. Das ist der äußerste Weg. Hier ist alles fest und jetzt braucht man nur noch das Ganze zu bewegen und ein bisschen ziehen dabei. Und dann sollte er das aufmalen, wo Anfang und wo Ende der Dampflöcher ist. Das ist nämlich jetzt Ein- und Ausgang. Und da ist es auch. Und jetzt mal gucken, ob wir euch das zeigen können. Da müsstet ihr es jetzt sehen. Da ist jetzt Anfang und Ende des Dampfloches. Ein und ein. Und die muss man jetzt noch anzeichnen. Dafür kann man das Ganze jetzt wieder auseinandernehmen. Klasse. So, jetzt können wir das hier einspannen und bitten und können die Löcher körnen. Vom Eingang, der jetzt am Anfang. Zum Ausgang. Und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch zu bohren. Und zwar mit 2 mm Bohrer. Man braucht, 2,5 ist das, eine ganze Menge Bohrer. Leider Gottes. Und da sind solche ganz schönen Sortimente hier ganz hilfreich, wenn man nicht zu viel, also wenn man da viel mit bohrt und Stahl mit bohrt, dann weiß ich nicht, wie lange die halten. Aber ansonsten ist so ein Ding eigentlich immer ganz praktisch. Und da ist immer alles ein bisschen ein paar Mal drinne.
Und jetzt bohre ich mal eben. So, jetzt müssen wir das Dampfrohr noch knicken. Oder biegen heißt es. Und da wollen wir mal sehen, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Ich habe das jetzt mal reingeschraubt. Und schon sehen wir, dass wir falsch rumliegen. So rum muss das nämlich. Hier sitzt es ja nachher. Seht ihr das? Nö, natürlich nicht. So soll das nachher sitzen. Und hier muss das nachher ungefähr hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das dahin kriegen. Und da habe ich jetzt hier 1 mm Kupferdraht reingemacht, 1,5er. 1,5 Quadrat ist da drinne, damit mir das nicht ganz zerbiegt oder zerknicken kann. Und jetzt versuche ich das mal langsam, aber sicher rumzudrehen. Immer vorsichtig, das merkt man, wenn es Knack macht. Klein bisschen noch. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Entschuldigung. Jetzt muss man nachher nur sehen, dass wir das noch nach unten gebogen kriegen. Weil hier sitzt das Kesselhaus ungefähr. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht. Und dann gehen wir nämlich jetzt rüber. Hier habe ich die Löcher, ja, die Dampflöcher eingebohrt. Hoffen wir, dass das jetzt alles passt. Wir werden es merken. Und hier habe ich sie noch gesenkt. Vorsichtig, nicht zu tief. Und dann habe ich mir hier einen Bogen schon mal gemacht. Aus Messing. Das wird nachher das Abdampfrohr, das kommt hier rein, gelötet. Einmal so. Und hier unten kommt das Frischdampf rein. Ja, der erste Teil ist nun erledigt. Und im nächsten Teil, das also im zweiten Teil, wird es dann um Kleinigkeiten gehen, wie zum Beispiel hier die Löterei von den beiden Teilen hier. Leichte Umänderungen, die mir nicht gefallen haben. Dann kommt noch das Ventil dran. Das ist ja das Sicherheitsventil, was wir noch bauen. Und was hier oben noch reingehört. Dann die ganze Montage des Ganzen. Und dann nach, das wird eben halt im zweiten Teil der Maschine sein. Und ich hoffe mal, wenn alles so funktioniert, wie ich das geplant habe, würde ich dann gerne einen Livestream machen, wo ich dann die Maschine in Betrieb nehme mal und mal vorführe. Und ich hoffe, dass da Interesse dran ist. Könnt ihr ja mal ruhig in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ob ihr das gerne live sehen wollt. Und ansonsten noch der Abspann. Ja, das war's dann. Wer es noch nicht gemacht hat und Lust hat, weiter zu schauen oder weitere Videos von mir zu schauen, der darf jetzt den Abo-Button noch eben drücken und die Glocke aktivieren. Dann wird nichts mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen als schönen Dank fürs Reinschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Allrounderin.